starke Nerven. Friedrich Schönfelder liest eine Geschichte zur guten Nacht. Lenigan träumte wieder den Traum. Mit einem heiseren Schrei erwachte er. Er saß aufrecht im Bett und starrte in die Dunkelheit. Er biss die Zähne zusammen, seine Lippen waren zu einem starren Grinsen verzerrt. Er spürte, wie sich Estelle, seine Frau, neben ihm bewegte und aufsetzte. Lenigan blickte sie nicht an. Er war noch immer in seinem Traum befangen. Ein Stuhl glitt langsam an ihm vorbei und prallte an die Wand. Lenigans Gesicht entspannte sich ein wenig, dann lag Estelles Hand auf seinem Arm. Eine Berührung, die tröstend gemeint war, aber wie Löschkalk brannte. Hier, sagte sie, trink das. Nein, sagte Lenigan, das geht schon wieder. War es der gleiche Traum, fragte Estelle. Ja, der gleiche. Ich will nicht darüber sprechen. Schon gut, sagte Estelle. Wie spät ist es? Lenigan schaute auf die Uhr. 5:45. Aber während er es sagte, sprang der Zeiger vor. Nein, es ist 7:05. Kannst du wieder einschlafen? Ich glaube nicht, ich bleibe auf. Gut, Liebling. Estelle gähnte und fragte, glaubst du nicht, dass es gut wäre, wenn du mir... Ich bin für 12:10 mit ihm verabredet, sagte Lenigan. Dann ist es gut, sagte Estelle. Sie schloss die Augen. Schlaf übermannte sie, während Lenigan sie betrachtete. Ihr kastanienrotes Haar wurde bläulich. Sie seufzte schwer. Lenigan stand auf und zog sich an. Er war ein großer Mann. Seine Züge waren seltsam markant. Er hatte Ausschlag am Hals. Er war in keiner Weise hervorstechend, außer dass er einen immer wiederkehrenden Traum hatte, der ihn in den Wahnsinn trieb. Er verbrachte die nächsten Stunden auf seiner Veranda und sah die Sterne am grauenden Himmel zu Nova werden. Später ging er spazieren. Wie es der Zufall wollte, traf er 2 Straßen weiter George Thorstein. Vor einigen Monaten hatte er Thorstein von seinem Traum erzählt. Thorstein war ein freimütiger, jovialer Mann, der an Disziplin, gesunden Menschenverstand und andere langweilige Tugenden glaubte. Seine nüchterne Art war für Lenigan zunächst eine Erleichterung gewesen. Jetzt wirkte sie nervenaufreibend. »Na, Tom, wie geht's uns denn?« begrüßte ihn Thorstein. »Gut«, sagte Lenigan. Er nickte freundlich und wollte sich entfernen, aber so leicht entkam man Thorstein nicht. »Oh, komm, mein Junge, ich habe über dein Problem nachgedacht«, sagte Thorstein. »Ich habe mir große Sorgen um dich gemacht.« »Das ist sehr nett von dir«, sagte Lenigan. »Aber das solltest du wirklich nicht tun.« »Ich tue es, weil ich es will«, sagte Thorstein. »Ich interessiere mich für die Menschen. Das habe ich immer schon getan, seit meiner Kindheit. Und wir beide, du und ich, sind seit langem Freunde und Nachbarn. Also, Tom, ich glaube, was dir wirklich helfen würde, wäre ein kleiner Urlaub.« »Ich kann mir wirklich keinen Urlaub leisten«, sagte Lenigan. Der Himmel war ockerfarben und rosarot. 3 Fichten waren verdorrt. Eine alte Eiche hatte sich in einen jungen Kaktus verwandelt. Thorstein lachte herzlich. »Junge, du kannst es dir nicht leisten, jetzt keinen Urlaub zu nehmen. Du bist müde, angespannt, verkrampft. Du hast zu viel gearbeitet.« »Ich bin die ganze Woche zu Hause gewesen«, sagte Lenigan. Er schaute auf die Uhr. Das Goldgehäuse hatte sich in Blei verwandelt, aber die Zeit schien zu stimmen. Seit Beginn des Gesprächs waren fast 2 Stunden vergangen. »Das nützt nichts«, sagte Thorstein gerade. »Du bist in der Stadt geblieben, in der Nähe deiner Arbeit. Du musst den Kontakt mit der Natur suchen. Du musst wieder mit den echten Dingen in Berührung kommen. Nicht mit Straßen oder Gebäuden, sondern mit Bergen und Flüssen.« Lenigan schaute wieder auf die Uhr und sah erleichtert, dass sie sich wieder in Gold zurückverwandelte. »Seen und Berge«, schwärmte Thorstein. »Gras unter den Sohlen, hohe, schwarze Berge, die über einen goldenen Himmel marschieren.« Lenigan schüttelte den Kopf. »Ich bin auf dem Land gewesen, George. Es gibt mir nichts. Bäume oder Häuser. Wo ist da der Unterschied?« »Die Häuser stammen vom Menschen«, sagte Thorstein, »aber die Bäume macht Gott.« »Vielleicht hast du nicht Unrecht. Ich überlege es mir.« »Tu das«, sagte Thorstein. »Ich kenne genau den richtigen Ort. In Maine, Tom, an einem kleinen See.«
Thorstein war ein Meister der endlosen Beschreibung. Zum Glück für Lönnigan gab es eine Ablenkung. Gegenüber ging ein Haus in Flammen auf. »Hey, wem gehört das Haus da?« fragte Lönnigan. »Mickleby«, sagte Thorstein. »Das ist sein dritter Brand in diesem Monat. Ja, vielleicht sollten wir Alarm geben.« »Du hast recht, das mache ich«, sagte Thorstein. »Vergiss nicht, was ich dir von Maine gesagt habe, Tom.« Thorstein drehte sich um und es geschah etwas Spaßiges. Als er sich in Bewegung setzte, verflüssigte sich der Beton unter seinem linken Fuß. Thorstein hatte nicht aufgepasst und sank bis zum Knöchel ein. Er stürzte kopfüber auf die Straße. Tom eilte hin, um ihm zu helfen, bevor der Beton wieder hart wurde. »Alles in Ordnung?«, fragte er. »Ich habe mir den Knöchel verrenkt, aber es geht schon. Ich kann gehen.« Er humpelte davon, um den Brand zu melden. Lönnigan blieb und schaute zu. Er vermutete, dass der Brand durch Selbstentzündung entstanden war. Nach einigen Minuten erlosch er, wie er erwartet hatte, von selbst. Dann fiel ihm sein Traum ein und die Panik begann von neuem. Er ging schnell zur Praxis seines Arztes. Dr. Sampsons Büro war klein und dunkel in dieser Woche. Das alte graue Sofa war verschwunden, stattdessen gab es zwei Louis XV-Sessel und eine Hängematte, und der abgewetzte Teppich hatte sich endlich wieder zurechtgewebt. Die Innentür ging auf und Dr. Sampsons Kopf schnellte heraus. »Hallo«, sagte er, »komme gleich.« Sein Kopf schnellte wieder zurück. Sampson hielt Wort. Nach Lennigans Uhr brauchte er genau 3 Sekunden. Eine Sekunde danach lag Lennigan ausgestreckt auf dem Ledersofa, ein frisches Papiertuch unter dem Kopf, und Dr. Sampson sagte, »Also, Tom, wie war's?« »Ach, wie immer. Noch schlimmer. Der Traum?« Lennigan nickte. Einen Augenblick herrschte Stille, dann sagte Dr. Sampson, »Sie haben von Ihrer Angst vor diesem Traum gesprochen, aber bisher haben Sie mir nicht erklärt, weshalb Sie ihn fürchten.« »Also gut, ich sage es Ihnen«, meinte Lennigan, »ich glaube, dass irgendwie, auf eine Weise, die ich nicht begreife, die Welt meines Traumes auf irgendeine Weise zur Wirklichkeit wird. Und dass ich eines Tages erwache und mich in jener Welt finde. Und dann wird jene Welt zur Wirklichen geworden sein und diese hier zum Traum.« Er drehte den Kopf, um zu sehen, wie diese Offenbarung auf Sampson wirkte. Der Arzt zündete sich gelassen die Pfeife mit der lodernden Spitze seines linken Zeigefingers an. Er blies den Zeigefinger aus und sagte, »Ja, sprechen Sie bitte weiter.« »Weiter? Aber das ist es. Das ist alles.« Aus Sampsons violettem Teppich erschien ein Flecken von Vierteldollar Größe. Er wurde dunkel, satter, wuchs zu einem kleinen Obstbaum heran. Sampson griff nach einer der purpurnen Kapseln, schnupperte daran und stellte den Baum auf seinen Schreibtisch. Er sah Lennigan an. »Sie haben mir schon früher von Ihrer Traumwelt erzählt, Tom. Wir haben sie besprochen und analysiert. In den vergangenen Monaten haben wir herausbekommen, weshalb Sie sich mit dieser Albtraumangst belasten müssen. Trotzdem weisen Sie die Erkenntnisse zurück. Sie vergessen, dass Ihre Traumwelt ein Traum ist. Ein Traum, gesteuert von Traumgesetzen, die Sie erfunden haben, um Ihre psychischen Bedürfnisse zu befriedigen.« »Das möchte ich gern glauben«, sagte Lennigan. »Der Haken dabei ist, dass meine Traumwelt so verdammt vernünftig erscheint.« »Durchaus nicht«, sagte Sampson. »Sie möchten, dass ich Ihnen beweise, diese Welt sei real und die Welt Ihres Traumes sei falsch. Sie erklären sich bereit, Ihre Fantasiegebilde aufzugeben, wenn ich Ihnen die erforderlichen Beweise liefere.« »Ja, genau. Aber ich kann sie nicht liefern«, sagte Sampson. »Die Natur der Welt ist nicht beweisbar. Wir wissen, dass ein Ding existiert, weil unsere Sinne uns sagen, dass es existiert«, fuhr Sampson fort. »Wodurch prüfen wir die Genauigkeit unserer Beobachtungen? Indem wir sie mit den Sinneseindrücken anderer Menschen vergleichen.« Lennigan dachte darüber nach und sagte, »Demzufolge ist die wirkliche Welt ganz einfach das, wofür die meisten Menschen sie halten. Aber wenn sich nun alle Beobachter täuschen, nehmen wir zum Beispiel an, dass es viele Welten und viele Wirklichkeiten gibt, nicht nur eine. Was dann?« Sampson seufzte, sah eine kleine grüne Fledermaus in seinem Jackett flattern und zerdrückte sie zerstreut mit einem Lineal. »Eben«, sagte er, »ich kann nicht eine Ihrer Annahmen widerlegen. Ich glaube, wir müssen den ganzen Traum noch einmal durchgehen, Tom.«
Lennigan nahm unklugerweise seinen Mut zusammen und sagte, »Nun, so wie es anfängt, so wie mein Traum anfängt«, schon während er sprach, überfiel ihn das Entsetzen. Er fühlte sich schwindlig, krank, gelähmt. Er versuchte aufzustehen, das Gesicht des Doktors blähte sich über ihm. Er sah Metall funkeln, hörte Samson sagen, »Versuchen Sie, sich zu entspannen, an etwas Angenehmes zu denken.« Dann wurden entweder Lennigan oder die Welt oder beide ohnmächtig. Lennigan und oder die Welt kamen wieder zu Bewusstsein. »Wie fühlen Sie sich jetzt?« fragte Samson. »Ganz gut«, sagte Lennigan. »Was ist passiert?« »Es ist Ihnen einen Augenblick lang nicht gut gegangen. Seien Sie ein bisschen vorsichtig.« Der Arzt saß an seinem Schreibtisch und schrieb. Lennigan zählte mit geschlossenen Augen bis 20. Dann öffnete er sie vorsichtig. Samson schrieb noch immer. »Nun, wollen Sie jetzt darüber sprechen?« fragte Samson und schloss sein Notizbuch. »Nein, nicht jetzt«, sagte Lennigan. »Wie Sie wollen«, meinte der Arzt. »Ich glaube, unsere Zeit ist abgelaufen, aber wenn Sie sich im Vorzimmer hinlegen wollen...« »Nein, danke, ich gehe nach Hause«, sagte Lennigan. Er stand auf, schritt auf dem grünen Teppich zur Tür, drehte sich nach dem Doktor um, der ihn aufmunternd anlächelte. Dann trat Lennigan durch die Tür ins Vorzimmer, ging durch das Vorzimmer zur Außentür und die Treppe hinunter zur Straße. Er ging weiter und betrachtete die Bäume, an denen sich grünes Laub im schwachen Wind leicht bewegte. Es gab Verkehr, der nüchtern eine Seite der Straße hinab und auf der anderen hinaufrollte. Der Himmel war von unveränderlichem Blau, war es offenbar schon seit geraumer Zeit. Traum? Er zwickte sich in den Arm. Er wurde nicht wach. Er schrie. Er wurde nicht wach. Er war in der Straße der Welt seines Albtraums. Die Straße wirkte zunächst wie jede normale Großstadtstraße. Es gab Pflaster, Autos, Menschen, Gebäude, einen Himmel, eine Sonne am Himmel. Alles völlig normal. Nur es ereignete sich nichts. Das Pflaster gab nicht ein einziges Mal unter seinen Füßen nach. Dort drüben war die First National Citibank. Sie war schon gestern dort gewesen, schlimm genug. Aber grässlicher noch war, dass sie unweigerlich auch morgen und übermorgen und in einem Jahr dort stehen würde. Der First National Citibank, gegründet 1892, mangelte es auf groteske Weise an Möglichkeiten. Sie würde nie ein Grabmal, ein Flugzeug zum Gebein eines prähistorischen Ungeheuers werden. Mürrisch würde sie ein Bau aus Beton und Stahl bleiben. Lennigan ging durch diese versteinerte Welt unter einem blauen Himmel, der an den Rändern weißlich leuchtete. Der Verkehr bewegte sich, die Menschen überquerten die Straße an Übergängen, die Uhren stimmten mit geringen Abweichungen überein. Irgendwo zwischen der Stadt lag Landschaft. Die Berge waren noch hoch und schwarz, aber sie würden nie mehr vor einem goldenen oder purpurnen oder grünen Himmel marschieren. Das Wesen des Lebens ist die Veränderung, hatte Dr. Samson einmal gesagt. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, und es war der erste Tag. Die versteinerte Welt. Diese Geschichte von Robert Shackley ist bei Goldman erschienen. Friedel Schönfelder bittet Sie am kommenden Donnerstag zu einem sehr seltsamen Wiener Kaffee.